Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 22 beim SV Darmstadt. Heute geht's weiter mit dem Spiel gegen Augsburg und danach treffen wir auf Bielefeld, wo wir wieder ein bisschen in Fahrt kommen wollen noch immer. Also in der Liga läuft es noch immer so, na, es ist klar, ziemlich vor allem auf ihn nicht gut. Denn drei Tore ist halt so. Müssen wir schauen, dass wir jetzt liefern. Jetzt haben wir eben zwei Gegner, gegen die wir doch eigentlich drei Punkte jeweils machen sollen. Eigentlich. Da haben wir schon mal eine gute Chance. Shackleton holt sie dir noch wieder gut. Schlechte Flanke. Kommt aber wieder gefährlich rein. Ja. Da ist der dort schneller. Und jetzt müssen wir wieder aufpassen. Sehr schön. Ha, die mir kommt nicht dran. Leider nicht. Aber passiert halt. So. Und Augsburg geht in Führung. Erste Chance für Augsburg und die machen gleich das Tor. Irgendwie, ja, ziemlich bezeichnend für die Grundsituation. Nächster Fehler. Niklas Dorsch. Augsburg ganz geduldig. Wir haben eine Top-Mannschaft, wir bringen nur die Leistung nicht. Das ist so unser großes Problem zurzeit. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Und nun die Partie hier unterbrochen, sieht nach einer Verletzung aus. Ja, es wird dann gleich mit Schiedsrichter am Boden. Natürlich immer schade, wenn sich ein Spieler verletzt. Und der verletzte Spieler ist mittlerweile vom Feld. Ich denke, Pedersen, den wollte ich auch einmal bei uns haben. Der Verletzung kann er hier unmöglich weiterspielen. Könnte gefährlich werden. Shackleton. Der war nicht schlecht. Vielleicht der Ausgleich bei der Ecke. Das gibt's ja nicht. Irgendwer muss da ja mal zumindest aufs Tor schießen. Bustamante macht es gut. Jovara steht vorn, kann den Ball aber nicht behaupten. Sehr gut gemacht. Jetzt vielleicht über Jovara. Shackleton geht mit, ist natürlich zu klein. Eine hohe Hereingabe auf Shackleton war jetzt auch nicht die klügste Idee von mir, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber irgendwie, es kommt auch ein bisschen aus Verzweiflung. Demir. Das ist gut. Das war ein schöner Pass. Und der ist drin. Da ist der Ausgleich. Sehr schön. Sauber. Wirklich gut. Okay. Das jetzt aufbauen. Jetzt gleich das 2-1 machen und dann vielleicht noch das 3-1 und dann geht es mir damit schon ein bisschen besser. Bin mittlerweile schon am Überlegen, ob man nicht taktisch was umstellen sollten. Zumindest in der Winterpause. Ein paar Spieler verkaufen. Und auf ein anderes System umbauen, den Kader. Was wäre auch wieder so aufwendig, weil wir haben ja gute Spieler und es funktioniert ja halbwegs. Wir haben nur oft Pech und teilweise kommt ein bisschen Unvermögen dazu. Er holt sich den Ball. Zum Beispiel sowas. Sowas hätte ich unter Pech abgestempelt.
Wenn der Ball ankommt bei dem hier, was glaube ich, steht da allein vorm Tor. So, ja, haben wir wieder den Konter von Augsburg, Jetzt geht's aus weiter. dem diesmal zum Glück nichts geworden ist. Niklas Dorsch. Vielleicht auch ein paar andere Spieler mal von der B-Mannschaft Der Spieler ist probieren. dazwischen gegangen. Das will ich jetzt auch nicht zu sehr, weil wir die Champions League-Spiele Jetzt haben. Tor. Sehr schön Der von Guevara. erste Treffer in dieser Partie. Riesenjubel, das gibt Und wir führen erstmal jetzt eh. Sicherheit, das gibt Selbstvertrauen. So muss gegen Bielefeld dann natürlich auch laufen. Vielleicht Jetzt ist der ohne das Spieler Gegentor noch. unauffällig und das ist dann kein Problem. Dann wäre schon Aktueller ziemlich cool. Spielstand jetzt also 2:1. Dann sind wir, glaube ich, zumindest wieder an den internationalen Plätzen dran. Natürlich will ich mich verbessern zum letzten Jahr und auch wieder um den Meistertitel mitkämpfen, Und es geht aber mit von 8 dem zu können 2. wir zurzeit noch nicht so richtig sprechen. Das ist ja einfach noch nicht so das Gelbe vom Ei. Ja, mit Bielefeld. Zu weit. Oh ja, da hat die Wenn Viererkette der ein bisschen gespielt. kürzer Das war ein kommt, Tick schneller, kommt das aber war nicht. richtig gefährlich. Das ist es ja bei Und uns. damit Es ist der sind Ball immer so drin. die kleinen Dinge, die nicht passen. Und die werden dann meistens zu großen Augsburg war Dingen jetzt geduldig. und zu Gut Kontertoren. den Ball verteidigt. Oder Ärgerlich, Toren, wo man Augsburg. sich denkt, alter Schwede, wie kann der reingehen? So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Ja, da gehen sie sofort drauf, holen sich den Ball. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Sie bringen den Ball in die Mitte. Den kann er natürlich ganz locker halten. Da war bei weitem nicht genug Druck hinter diesem Es Ball. war sehr riskant. Tolles Aber Zuspiel. alles gut. Gefährlich. Verkriegen wir jetzt die gute Chance. Komm Gute schon. Gelegenheit. Jawohl, sehr schön. Kein Das Abseits. hätte 3 zu wahrscheinlich 1. besser nicht gehen. Wenn wir mal wechseln. Nehmen wir Shackleton mal raus. Der ist noch nicht so perfekt. Stimmt, Schmidt muss ja mal umschulen. Obwohl ich da eher Jawohl, sogar jawohl. Hannes Wolf Dorsch ins ist Mittelfeld gekommen. stellen Riese wird da. und Gott, die Romano Torjubel Schmidt als gewesen. Sehenswerter Treffer. offensiven Ein Mittelfeldspieler. furchtbarer Treffer. Der neue Damit Spielstand hätte ich mich fast lautet wohler jetzt fühlen. also 3 zu 1. Shackleton ist Gutes ja auch Abspiel. so ein Spieler, der könnte, glaube ich, So genauso im fällt das ZOM oft in spielen. der Abwehr. Er hat die Geschwindigkeit, er hat, ja, Panayotis Retsos. Schusspräzision so teilweise, teilweise auch nicht. Niklas Dorsch. Also Abschluss ist bei Lukas ihm auch nicht so Metzger. miserabel. Super Pass. Keeper ist da, Keeper hat den Ball, aber das Wie war zum knapp. Beispiel Das war bei Knauf, Passarbeit, wir da ist wissen, nicht viel der ist gefehlt. so stark, aber sobald er vom Tor Die ist, dann ist es Augsburger sind vorbei. also in Kürze wieder am Start. Das reicht natürlich nicht. Dann werden wir auch gleich Maliki bringen. Ja, es geht gegen Kein Hertha Tourismus 7 BSC ins aktualisiert, finde ich cool. Bundesligaspiel. Schwer, sich da auf einen Favoriten festzulegen. Oh, das wird der Day One Patch sein, wahrscheinlich. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Die Riesenchance. Das hätte ich ja nie und nimmer gedacht. Sie Unsere schaffen Abwehr es schaut hier zu, noch unser das Torwart 2 schaut zu machen. zu. Vielleicht sogar noch ausgleichen. Schau noch mal Der auf die Torwart Uhr. muss da Der eigentlich Torwart rausgehen. sollte und da Dem rechnet entgegengehen. sich Oder den Hertha Raum BSC kleiner noch. machen. Ist der? Aber nicht einfach Ja, das ist stehen aber gut. bleiben. Das ist ein schönes Tor. Also entweder Raum Völlig kleiner machen oder unangefechtet direkt mit auf den Ball gehen. 3-2. Das ist ein enges Aber Spiel. nicht nix. Nix ist nie eine gute Entscheidung. Nochmal. Jetzt vielleicht die Gelegenheit zum Ausgleich. Augsburg ganz geduldig. Framberger. Flanke kommt rein. Den hätte er klasse. Nächste super Das Chance. könnte der Sieg für sie sein. Und lange geht's nicht mehr und sie bleiben weiter mit einem Tor vorn. Hartes Einsteigen, aber vorne im Juricic, Heimspiel geht das was leichter. war das? Mecha. Gefährlich. Oh, das war Boah, knapp. und der geht an die Ach, Stange, das war an die richtig Latte. knapp. Toller Ich glaube, Versuch. ich spinne. So, jetzt stellen wir die beiden noch um. Leider kein Tor, aber hat nicht.
nicht viel gefehlt. Wenn sie so weitermachen, geht noch was. Okay. Wir betteln gerade irgendwie um einen Ausgleich. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Das war gut. Schönes Zuspiel. John. Sieht gefährlich aus. Die Eingabe jetzt. Komm. Schade. Da können Sie kontern. Nachspielzeit eine Minute. Nur nicht. Genau, das kassieren. Oh, okay. Wir gewinnen es. Zwar nicht schön, aber Sieg ist Sieg. Ja, so halbwegs halt. Oh, und die Bayern verlieren gegen Leipzig. Ich glaube, das ist gut für uns, oder? Könnte sein. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder zum Spiel gegen Bielefeld. Passt, gegen Bielefeld werden wir jetzt einmal ein bisschen durchrotieren, hätte ich gesagt. Da wird einmal Taylor spielen. Da lasse ich Wittig spielen. Zu viel darf ich natürlich auch nicht durchrotieren, weil danach kommt das Champions League-Spiel gegen Chelsea. Maliki startet diesmal und Romano Schmidt auch. Passt. Die ganze Schmidt-Wolf und Demir-Situation werde ich jetzt so handeln, dass ich das mache wie bei den Stürmern. Also, dass Schmidt der für die Champions League ist, Demir der für die Bundesliga, Schmidt auch für den Pokal und Wolf ist so der Ersatz für beide in beiden Wettbewerben. Weil ich mir angeschaut habe, ja, umschulen, die haben nicht die Fähigkeiten dazu. So gar nicht. Ich glaube, am ehesten könnte man sie noch zu Flügelspielern umschulen, aber das brauche ich natürlich auch wieder nicht. Am Flügel bin ich relativ gut aufgestellt. Der ist da sehr leicht durchkommen. Und warum kommt er da so leicht durch? Keine Ahnung. Aber wir sind schon wieder hinten. Was mich schon wieder extrem nervt. Es hat keinen... Wittig übersieht. Lass den komplett allein. Schöner Pass. Genau so stelle ich mir das vor. Genau so sollten wir spielen. Da kommt die Hereingabe. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Wieso habe ich für dich 40 Millionen gezahlt? Der hat noch keinen einzigen Treffer. Okay, weil er 17 ist. Aber irgendwie würde ich gerne jetzt auch mal Leistung von dem sehen. Siehst, ich brauch's nur ansprechen. Ich brauch's nur ansprechen und auf einmal trifft er. Schön gemacht. Der Pass war ja mal übertrieben zu Kaffee. War das? War das Taylor? Ich glaub. Wahnsinn. Damit hat Maliki auch sein erstes Tor. Nach 7 Spielen ist das jetzt nicht so glorreich, aber hey, Tor ist Tor. Vielleicht kommt da jetzt noch mehr. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Mein Bim wird ja auch lange gebraucht. Bis da mal was rumkommen ist. Gut verteidigt. Die Hereingabe abgeblockt. Jetzt die Ecke. Torwart.
War jetzt nicht schön geklärt, aber hat so halb seinen Zweck erfüllt. Könnten wir jetzt mal den Ball wegkriegen von unserem Strafraum? Genau so. So, Bustamante steht da schön. Schießt doch! Oh nein! Boah, der haut den voll an die Latte. Sowas hätte ich als ärgerlich bezeichnet. Nein, nein. Ja. Sehr schön. Noch steht sie unentschieden, aber sie waren viel Druck. Das war nix. Mein sehr schön endet meistens in das war nix. Oder was war denn das jetzt? Komm schon. Boah. Okay. Alles cool. Wir müssen uns wieder mausern zur tonangebenden Mannschaft. Und das in jedem Spiel. Irgendwie dieses Gefühl haben wir so ein bisschen verloren. Das war kein Foul. Sehr interessant. Das brauchen wir wieder. Dass wir einfach jeden gegen die Wand spielen. Wurscht, wer gegen uns spielt. Und dass sich die Mannschaften gegen uns schwert und wir nicht Probleme mit jeder eben Gegner haben. Und da kassieren wir wieder den Gegentreffer. Ich habe ja nicht so viel verändert an dem Kader. Es kann ja jetzt sein, dass wir solche Probleme haben. Unglaublich. Vor allem gegen Bielefeld. Ich sage ja nichts, wenn wir jetzt gegen die Bayern 2-1 hinten sind. Oder gegen Dortmund. Ist ja okay. Ist jetzt nicht super, aber passiert. Aber gegen Bielefeld und gegen Augsburg tun wir uns schwer. Tun uns gegen jeden gerade schwer. Das nervt. Das nervt wirklich. Unser Kader sagt endlich was anderes. Schönes Zuspiel. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Da ist die Flanke. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Gute Balleroberung, was machen Sie draus? Da schießt er. Wahnsinn. Aber der Ball bleibt im Spiel. Wahnsinn. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Ich weiß nicht, wer da verletzt ist. Okay, Taylor, aber der hat uns jetzt zweimal fast noch ein Gegentor beschert. Unglaublich. Er scheint sich da verletzt zu haben. Was sagt der Mediziner? Das sieht mir aber ja nicht wirklich. Den können es machen. Der ist nicht drin. Gehalten. Boah, da weiß ich gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Da fehlt die Geduld. Vorne steht jemand im Abseits. Dann musst du warten mit dem Pass. Das werden sie auch so analysieren. Das war keine gute Aktion. Er macht heute bislang eine gute Partie, finde ich. Wie siehst du es? Gute Leistung. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Halt doch deinen Kopf hin. Du bist doch nicht so klein. Du wirst doch sicher einen Kopfball zusammenbringen. Pierre Kunde Malon. Da kann er sich den Ball holen. Komm schon. Sehr schön. Er spielt steil. Zu weit. Nächster Versuch. Keine Gefahr, die Flanke wird abgeblockt. Er versucht's. Das wird nix. Platz zum Kontern. Toller Pass. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Okay. Das gibt Rot, aber das sollen wir machen. Das könnte Rot sein. Ganz klare Entscheidung, er war letzter Mann. Seiwald, okay. Der ist eh gerade erst ein Spiel, kann man. Das wäre sonst sicher ein Tor waren. Oder ziemlich wahrscheinlich. Da war gleich die Notbremse schon nötig.
Richtiger Schweinspass. Das gibt's ja nicht. So. Ja, der ist drin. Boah. Ich sage ja, einfach den Kopf hinhalten. Jetzt macht er seinen Doppelpack. Sehr stark. Na, jetzt bin ich Juvara. Und dann kommt dieser wunderbare Heber mit dem Kopf. Also da gibt's gar nichts zu halten. Vielleicht macht er noch seinen Hattrick. Wer? Cool. Wir auch einmal einen Unterzack gewinnen. Aber da muss noch viel passieren und vor allem dürfen das solche Fehler nicht passieren. Und wir müssen den Ball von unserer Hälfte irgendwie wegbekommen. Und keine Ecken. Ach. Gut. Der Torwart steht neben. Er steht und schaut dem Ball zu. Es ist unglaublich. Die stellen sich so saudumm an. Es ist... Na, na. Alle stehen und schauen. Boah. Das ist Bielefeld. Komm schon. Da können Sie klären. Die letzten fünf Minuten gegen Augsburg und Bielefeld tun wir uns schwer. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Oh, das ist nicht meine Saison. Das spiele ich jetzt schon. Und wenn, muss ich da bald einmal was ändern. Das gibt's ja nicht. Das ist echt ein Witz. Jetzt eine Minute Nachspielzeit. Die stellen sich teilweise an, als hätten sie das erste Mal am Platz stellen. Das ist unglaublich. Was macht er draus? Sie ziehen heute ein tolles Passspiel auf. Auch dieser Ball kommt an. Jawohl. Jawohl. Gratuliere. Gratuliere. Und das musst du auch, wenn du zahlenmäßig über. Das ist der Schlusspfiff in dieser Partie in der Liga. Die Gäste haben. Zum Schämen. Wirklich zum Schämen. Na, da weiß nicht immer mehr, was ich sagen soll. Da bin ich sprachlos. Ja, falls euch die Folge gefallen hat, lasst eine Bewertung, deinen Kommentar, da Abo hilft uns natürlich auch immer und schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin. Ciao.